So, wieder hallo und herzlich zurück zu einem wunderbaren weiteren Video heute aus der Halle. Und ja, man kann es kaum glauben, nachdem wir jetzt 20 Folgen im Innenraum vom S3 gemacht haben und da auch noch Dutzende weitere kommen werden, freut euch drauf, weil da Dachhimmel drin ist und sowas, aber dazu bald ein Update mehr. Beziehungsweise kam vielleicht ein Update schon vorher, aber dieses Video, der höchstens danach kommt, weil es länger dauert. Egal. Auf jeden Fall, es geht heute los mit, ihr seht, dem wunderbaren Motor. Der Kollege soll ja in den S3 reinwandern. Vorher war ja in dem Kollegen ja ein 1.8T serienmäßig drin, 209 PS. Aber der Vorbesitzer hat das Ding ja einmal, oder einer der Vorbesitzer war damit schuldig dran, dass das Ding halt gehimmelt worden ist und auch irreparabel defekt. So, und da habe ich mir gedacht so, ja, aber warum das ja wieder reinmachen, wenn wir das hier haben können? Das ist ein wunderbarer VR6 oder V632er aus dem TT8M mit 250 PS, auch bekannt aus dem Golf 4 R32. Ne, da ist dieser Motor halt so das bekannte Bauteil, warum jeder diesen Wagen haben will. Das Schöne ist, der TT hat erstmal noch ein bisschen mehr Leistung. Hier haben wir 250 PS anliegen und das Ganze, auch vom Golf 4 würde es auch, passt relativ Plug and Play da rein. Das ist das Schöne, weil wir brauchen nur ein anderes Motorlager, Servoleitung und ich glaube auch die Klimaleitung muss leicht anders und ein anderes Kühlerpaket vorne dran. Aber sonst passt das Ding hier dran, Motorsteuergerät passt auch alles, also dementsprechend dem Wagen kann man das hier schön beibringen. Klar können wir jetzt sagen, natürlich mehr Leistung wäre natürlich mit dem 1.8T möglich, brauchen wir nicht überreden, das Ding ist ein potenterer Motor. Beim 3.2er musst du schon viel mehr Geld in die Hand stecken, um eben dieselbe Leistung rauszuholen. Aber erstmal ist mir Leistung eh scheißegal, wie viel aufgefallen ist, ich fahre eh nie schnell genug, als dass irgendwie PS relevant werden bei mir. Ich wollte eher was mit Emotionen haben und der 3.2er, ich glaube, da brauche ich überreden, der V6-Motor aus dem VG-Konzern ist Emotion pur. Das Ding klingt einfach insane geil und deswegen habe ich Bock drauf. Und dadurch habe ich mir den ja im Frühjahr angelacht gehabt und jetzt geht es endlich mal los, dass wir diesen Motor auseinandernehmen, weil ja, der hat 200.000 Kilometer runter, der lief vorher ohne Probleme, also rein theoretisch können wir den da reinschmeißen, aber wenn wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, dass er draußen ist, machen wir den einmal wirklich richtig schön frisch, einmal alles, was an Verschleißteilen, sagen wir mal, neu gemacht werden kann, machen wir neu, damit wir hier wirklich einfach einen perfekten Motor drin haben und auch lange Spaß damit haben, weil das wäre halt geil, dass wir ihn sich einbauen und dann da drin Probleme haben, die, wenn er draußen gewesen wäre, leichter zu klären wären. Deswegen geht es heute los, dass wir diesen wunderbaren Motor auseinandernehmen. Ich nehme jetzt erstmal Kabelbaum ab und allem drum und dran, dass dieser Motorkabelbaum ab ist. Dann kommt heute auch Ansaugbrücke ab, dass die auch schon mal runter ist. Und da nehme ich euch ganz mit, ich stecke gleich die GoPro auf und dann gibt es eine kleine Timelapse davon. Und ja, beim nächsten Zwischenschritt, ja, werde ich mich dann nochmal wieder melden. Ah ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ich habe hier diese wunderbaren kleinen Tütchen geholt, weil ne, alle schönen Schrauben, die so ein bisschen kleiner sind, die werden schön in Tütchen gepackt und so gelabelt, dass ich wieder zuordnen kann. Heißt, deswegen filme ich auch mit der GoPro gleich den Auseinanderbau, weil ich mit dem Handy von jeder Sache, die ich abbaue, Bilder mache, damit wir das auch am Ende wieder zusammenkriegen. Heißt, die Tüten werde ich auch so labeln wie die Bilder, dass wir halt einfach beim Zusammenbau einfach mehr, weniger Hürden setzen und ich dann nicht raten muss, was wohin kommt. Dafür hat ein Motor ein bisschen so viele Teile, als dass das eine gute Idee wäre. Aber ja, ein bisschen gut vorbereitet und ja, jetzt erstmal Kabelbaum ab und dann weiter gucken.
Gut, gibt es das erste kleine Update jetzt vom Auseinanderbau? Ich baue den natürlich nicht in einem Zug in einem Video auseinander, das könnt ihr euch denken, weil vor allem bei vielen Sachen wie Kette und paar die Lagerschalen und Kurbelwellen, Nockenwellen und so Kram, da möchte ich nicht allein dran gehen ohne Know-how, weil ich nicht weiß, ob man einfach alles auseinanderbauen kann, was man markieren muss, was man sich merken muss, was wie zugeordnet werden muss und. Weil es gibt ja ein paar Teile, die immer wieder dahin gehören, wo sie herkommen und mit einstellen und hier und... Ne, ich habe keinen Bock, dass wir am Ende hier dann stehen, so, ja gut, Lukas, ist das schön, dass du es auseinandergebaut hast, aber keine Ahnung, wie man das jemals wieder zusammenkriegen soll und funktionieren. Deswegen mache ich das Step by Step in aller Ruhe. Ne? Das ist hier kein Wettrennen, ich will das Ding am Ende vernünftig haben. Wie ihr seht, habe ich aber jetzt schon mal ein bisschen was gemacht. Wir haben schon vorne, wir haben jetzt die komplette Ansaugbrücke ab, die da hinten liegt. Wir haben den MT-Deckel schon mal runtergenommen, die komplette Einspritzleiste, die da vorne liegt, haben wir auch schon komplett demontiert. Das hat auch soweit alles geklappt. Die Einspritzdüsen selber sind jetzt noch ein bisschen, ja, die brauchen ein bisschen Liebe, die hängen ein bisschen fest drin. Und was auch fest drin hängt, ist, man sieht es glaube ich nicht, aber... Da drin hängt noch eine Zündkerze. Ihr glaubt gar nicht, wie mein Freund riesig war, als ich gedreht habe und dann einmal plötzlich knacken war und dann war die ab. Ja, die sind, es ist teilweise alles ziemlich hart festgefressen, weil der Motor jetzt bei mir lange stand, dann vorher lange stand und ja, was soll man sagen. Ich sag gleich, dass wir den Motor komplett auseinanderbauen, das ist jetzt nicht der Superstress, die kriegt man da wieder raus. Wenn wir den nicht auseinanderbauen würden, dann wird das jetzt kackscheiße mega doof. Ist jetzt auch nicht mega geil. Ich denke mir nicht, oh Gott, abgerissene Zündkerze, oh mein Gott, versüßt mir den Tag. Ist trotzdem beschissen. Aber da ich das so weit auseinanderbauen, jetzt mal, wie gesagt, egal. Ja, jetzt bin ich halt noch weiter dabei, bevor ich jetzt hier so Kettenkasten rechts abmache, dabei die ganzen Anbauteile zu demontieren. Da gibt es aber ein paar Probleme. Ja, ein paar Probleme ist gut. Ein paar der Schrauben sind ja mittlerweile recht fest und die Köpfe dafür umso weicher, was perfekt ist, weil dann drehst du die Schraube direkt rund. Das ist einfach eine 10 von 10, weil das da unten natürlich alles viel mehr in der Umgebung ausgesetzt war. Und das ist halt echt so ein bisschen der Bescheiß. Dann haben wir hier oben zum Beispiel die Abdeckung von den Krümmern und so Kram. Seht aber hier, das ist ein Vielzahn in einer wunderbaren Größe, die ich natürlich hier nicht zufällig in meiner kleinen Werkstatt rumliegen habe. Heißt, da muss ich mir noch einen Vielzahn passend zu holen oder irgendwo ausleihen, dass ich das Ding hier runterkriege, weil vorher kann ich das ganze Ding nicht abbauen. Und dann sind wir noch dabei, die ganzen Halter da abzubauen und. Ihr seht, der Motor ist jetzt auch nicht der hübscheste, auch der Ventilblock und der Ventildeckel und sowas hier oben. Das sieht alles nicht ganz so geil aus. Deswegen baue ich den auch wirklich ja komplett auseinander, dass wir das einmal richtig schön machen können, dass wir den Block und allem und den Kopf alles schick machen können. Ich gucke, ob wir den Pulver mal lackieren lassen, außen vielleicht, weil das könnte dafür natürlich dann sorgen, dass dieser Motor dann dauerhaft schön aussieht, weil es halt Alu und das läuft halt so scheiße hässlich an auf Dauer, wenn es draußen ein bisschen was abkriegt. Und das hätte ich gerne auf Dauer schick, das wäre ziemlich geil. Und dementsprechend denke ich, werden wir das natürlich dann schön machen, erstmal einmal sauber machen lassen. Ventildeckel mache ich auch komplett sauber und auch vor allem hier die Ansaugbrücke, die wird auch einmal, ich denke mal, geeisstrahlt oder irgend sowas in die Richtung, weil ihr seht, die ist gut dreckig und ich will die halt wieder schön clean haben. Die will ich aber nicht lackieren oder Farbe ändern, weil ich finde, das ist ein markantes Teil dieses Motors. Man könnte das natürlich auch in Wagenfarbe lackieren, das sieht ja auch ziemlich cool aus, aber ich finde, wenn man eine Haube aufmacht und diese Ansaugbrücke in der Farbe sieht, ist es viel markanter zu erkennen, welcher Motor sich hier drunter handelt, als wenn ich das schwarz mache und das erstmal so untergeht. Deswegen will ich die gerne in der Originaloptik behalten und ich hoffe, dass ich die auch so weit wieder sauber kriege. Da müssen wir auch Drosselklappe und so ganzen Kram abmachen. Da ist auch noch genug dran, wie ihr seht. Da muss ich aber noch einige Schläuche hier lösen. Aber ja, die wird auch nochmal schick gemacht und wie gesagt, der ganze Kram auch. Deswegen muss der einmal komplett auseinander, dass wir halt Block, Kopf, alles einmal schick schön machen können. Aber ja, wie gesagt, solche Sachen wie hier oben, das löse ich nicht alleine. Auch da hinten die Kette, da werde ich den Kasten außen abmachen, aber die Kette werde ich selber in Ruhe lassen und da dann mit Know-how dran gehen, weil... Wie gesagt, da machst du am Ende mehr kaputt, als du heile machst. Und ich muss mir nicht doppelt und dreifach Arbeit machen. Das ist am Ende schon genug Arbeit. Macht super viel Spaß, muss ich fairerweise sagen. Ich habe richtig Spaß daran, den gerade auseinanderzunehmen. Auch wenn ich hier und da ein bisschen ja, verzweifle und vor allem Schrauben suche. Und alleine die Ansaugbrücke. Ihr habt es ja in Timeless gesehen. Es war gefühlt eine Viertelstunde, eine Stunde waren wir allein da dran, weil ich immer wieder neue Schrauben gefunden habe, die hinter dem Aggregatenträger hängen und so. Deswegen... Ne, nimmst du nicht übel, wenn das hier nicht super professionell ist. Ich versuche mein Bestes und guck, was rauskommt. Ich habe nie was irgendwas in der Werkstatt Auto gelernt, deswegen versuche ich mir über solche Sachen das immer so ein bisschen beizubringen. Plus, es gibt ja Gott sei Dank Blaupausenzeichnungen online, wo man dann zum Beispiel sowas wie Schrauben und so checken kann. Deswegen wusste ich zum Beispiel, die Ansaugbrücke unten noch zwei hängen hat, nicht nur eine und so Kram. Und auch gerade bei der Einspritzleiste, die wusste ich auch nicht, wie sie abkriegt. Da sind auch noch Sicherungsklammern, die ich vorher nicht gesehen habe. Auf der Zeichnung sieht man die. Jetzt brauche ich gleich noch frische Luft, weil in dieser Einspritzleiste war erstaunlich viel Benzin noch drin. Also wirklich, Alter, ich bin so schwummrig geworden, als die ganze Scheiße hier rauslief. Nicht geil. Es ist wirklich nicht gut. Mir läuft überall Betriebslosigkeit aus. Der Motor hat auch noch Öl drin. Warum haben wir das noch nicht gewechselt, rausgenommen? Das liegt daran, weil wir den Kollegen momentan so gekippt haben, weil in die Richtung hat der ein bisschen zu viel Last für den Motorständer. Der kann das, aber das steht dann nicht mehr so stabil, wie man es gerne haben würde. Dann kippelt das so ein bisschen. Und ihr seht aber, die Ablaufschraube ist da. Und wenn ich die natürlich löse, bringt das überhaupt nichts, weil das Öl da hinten steht. Und deswegen bauen wir gerade erstmal oben weiter hinten auseinander. Dann kann man ein bisschen drehen, weil dann ist Gewichtsverteilung nicht mehr so irrelevant. Und dann kann man das Öl auch mal ablassen. Ihr seht aber, durch den Messstab habe ich, ein bisschen schon unfreiwillig abgelassen. Aber na gut, so viel auf jeden Fall erstmal zum ersten Video. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen aufteilen. Wir haben Ansaugbrücke und Kabelbomse runter, wo ich ganz happy drüber bin. Und das sieht auch alles
ging auch soweit alles gut ab. Wir haben ein, zwei Stecker, die wir ein bisschen neu, vielleicht neu pinnen müssen, neu holen müssen, weil da dieser Sicherungsstift, den man aufhebelt, weggebrochen ist. Alterbedingt ist halt alles Plastik. Das haben wir auch mit den ganzen Kabelummantelungen, die werden wir auch komplett neu abschüren mit diesen Kabelkanälen und so, damit alles wieder schön ist. Und wie gesagt, auch solche Sachen wie Servopumpe, Klimakompressor, Lichtmaschine und so, Servopumpe liegt da, den ganzen Kram werden wir neu holen. Also das werde ich einfach neu holen, weil wenn wir jetzt gerade das alles abgebaut haben, werde ich das alles schick haben. Ich will, dass dieser Motor wirklich insane geil aussieht. Ich will, wenn ich den fertig habe, gut, er soll natürlich auch funktionieren, ein Pluspunkt wäre es, aber ich will, dass er einfach super geil aussieht. Ich habe einfach Bock auf einen super schönen Motor und das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir den jetzt erstmal schick machen. Also wir sind erstmal alles auseinanderbauen, dann wird das alles zum Schickmachen gebracht. Ich bestelle die Teile, die wir noch brauchen, die wir alle neu holen müssen. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Nockenwelle neu muss oder nicht, weil wir hier an den Spitzen haben wir, wo sehen wir sie denn? So leichte Übergänge, aber das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Da lasse ich mal Kumpel drüber schauen, die ja Kfz-Meister und so gelernt haben. Die haben ein bisschen mehr Ahnung, wie das auszusehen hat. Weil das ist für mich dann einfach nur Ratten ins Blaue und das bringt keinem was. Dementsprechend schauen wir mal. Umso weniger ich natürlich im Inneren neu muss, umso geiler ist es. Dichtung und so Kram holen wir natürlich alles neu. Und Anbauteile, wie gesagt, auch, weil die sind alle hässlich. Und ach, ja, wenn wir jetzt gerade dran sind, wir machen es vernünftig. Deswegen... das war es auf jeden Fall gewesen für das erste Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ganz gerne einen Daumen rum da. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Teil wieder. Nächstes Video geht es erstmal zu dem Passat da. Ihr seht, hat sich ein bisschen was geändert und da müssen wir jetzt auch mal ein Video zu machen, bevor es Winter wird. Und eigentlich gibt es zum Subaru, soll es eigentlich noch ein Video kommen. Ja, ihr kennt das bei mir. Ich komme zu nichts. Es ist wirklich traumhaft. Deswegen, ich bin damit raus für dieses Video. Bis zum nächsten Mal und tschö. So. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost the step.